und seine Crew freuen sich, Sie als Gäste unseres Flugs nach Rio de Janeiro begrüßen zu dürfen. Ganz Rio ist schon im Karnevalsfieber. Der Stimmungsbarometer steigt ständig. Auf Sie werden größere Turbulenzen zukommen, aber hoffentlich erst unter dem Zuckerhut. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Unser charmantes Personal wird Sie mit Erfrischungen nach Wunsch erfreuen. Einmal und nie wieder. Oder? Es ist so heiß auf Hawaii, kein grüner Fleck. Und so vom Hula Hula geht. Du musst mittrinken, sonst fällst du auf. Seit wann duzen wir uns? Für Sie immer noch Herr Sonnemann, Herr Hämlein. Also gut, dann trinken Sie eben mit. Sie wissen genau, dass meine Kriegsverletzung mir verbietet, Alkohol zu trinken. Wieso? Trinken Sie dann mit Ihrer 5 cm langen Narbe unter Ihrem Auge oder mit dem Mund? Frechheit! Das war der letzte Banküberfall, den ich mit Ihnen gemacht habe. Selber frech, Herr Sonnemann. Herr Kapitän, wir müssen umstürzen, Notkern, ablanden. Wieso denn? Was denn los? Es sind zwei Bankräuber an Bord. Ich kenne sie ganz genau von gestern. Sie heißen Hahnemann und Sonnilein. Was erzählen Sie mir denn das? Erzählen Sie das der Interpol in Rio? Ja, aber wie denn? Ja, Sie sind doch der Funker. Ach so, ei, ei, Sir. Hallo? Hallo Rio, hallo Interpol? Wir haben zwei Bankräuber an Bord. Bereiten Sie alles vor für eine zünftige Verhaftung. Und noch ein heißer Tipp, seien Sie ein bisschen vorsichtig. Die beiden könnten ja bewaffnet sein. Hallo? Hallo Rio, hallo Interpol? Haben Sie mich verstanden? Mein Gott, da muss doch jemand sein. Hallo Rio, hallo Interpol? Haben Sie mich verstanden? Ja, zwei Räuber. Ja, zwei Räuber kamen in die Bank. Der eine dick, der andere schlank. Ja. Hände hoch. Das ist eine Flugzeugentführung und Sie fliegen uns jetzt sofort nach Kuba. Nein, nach Argentinien. Oder Kuwait. Das ist mir zu weit. Dann lieber nach Ghana. Das ist mir zu nah. Wer ist denn mit Südostasien? Sie sadistische Bestie, Sie! Wie sind Sie denn wahnsinnig? Jetzt habt ihr den Piloten erschlagen. Wieso? Ich hab doch nur so gemacht. Ich hab's genau gesehen. So haben Sie gemacht. So habe ich nicht gemacht. Nein, so hat er wirklich nicht gemacht. Das habe ich gesehen. Natürlich hat er so gemacht. Sie denn wahnsinnig, Sonnemann? Der Mann ist unsere letzte Hoffnung. Einer muss uns doch fliegen. Aber ich kann nicht fliegen. Und ich kann keinen Widerspruch ertragen. Können ja gar nicht fliegen. Kann ich doch, hups. Hm? Ah, haha, technischer K.O. von der ersten Runde. Das ist eine Flugzeugentführung. Die haben den Piloten und den Co-Piloten erschlagen. Ernesto, du musst fliegen. Du hast doch ein Flugzeug. Nein, habe ich nicht. Ernesto! Und was ist mit deiner Hacienda? Ich habe keine. Ich habe keinen Jaguar. Ich habe keine Diener. Ich habe gar nichts. Ernesto! Ich heiße auch nicht Ernesto. Sondern? Harald. Thank you.
meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän Otto. Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Silvia, ich liebe dich already. Otto! Du, da vorne ist schon Rio. Setz dich schnell hin. Das soll Rio sein. Das hatte ich mir viel größer vorgestellt. Das ist doch nie im Leben Rio de Janeiro. Das war eine lange, lange Geschichte. Und lehrreich. Wir haben was gelernt. Rio ist viel größer. Und spannend. Werde ich meine Silvia jemals wiedersehen? Womöglich als erste Vertreter unserer abendländischen Kultur dieses jungfräuliche Eiland betreten. Wir wollen uns dementsprechend benehmen. Würdig. Meine Herren, mehr Würde! Gleich die Löcher aus dem Käse. Dann geht sie los, die polynesische Polonaise. Willst du mich heute Nacht glücklich machen? Mhm. Willst du mich auch zweimal glücklich machen? Ja. Auch dreimal? Da waren sie wieder, meine drei Probleme.